Ja, hallo und willkommen zurück, meine lieben Anno-Freunde. Wir sind weiterhin hier auf unseren Inseln und zuletzt haben wir Kommunikatoren produziert, wie blöd, und haben Expansionspläne geschmiedet und die werden wir natürlich Wenn weiter du die ausführen. Augen vor unseren Problemen verschließt, wird das Konsequenzen haben. Was? Ingenieur Ryan droht mit einem Aufstand, wenn... Das wird sogar Skylar... Nichts ist unmöglich, wenn man nur will. Ja, die wollen ein Kongresszentrum. So schlimm? So hart? Nö, anscheinend nicht. Echo-Ingenieure, Laboranten, ja, das ist nochmal eine ganz andere Spezies. Da kann man mal die Steuern hochmachen, die Echo-Angestellten. Ja, die wollte ich noch nicht, aber hier die Ingenieure, da kann ich mal die Steuern hochmachen, ein bisschen. Ja, das sieht doch gut aus. Ich weiß jetzt nicht genau, was der von mir wollte, auf jeden Fall wollten wir expandieren. Ich erkenne dieses Verhaltensmuster. Ein Ultimatum. Typisch Mensch. In einer halben Stunde wollen die ein Kongresszentrum haben. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Hoffe ich zumindest. Obwohl, wir können ja hier schon bauen. Ja, das bringt mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept, was ich eigentlich vorhatte. Wollen wir denn hier das Kongresszentrum? 25 Glas wollen die. Wo hatte ich denn Glas produziert? Ich weiß, dass ich irgendwo Glas hier gebaut hatte. Hier. Genau, hier hatten wir Glas produziert. Oder wollten es zumindest. Kann ich hier eigentlich ein Konto ausbauen? Wäre ja mal eine Maßnahme, ne? So, wunderbar. Gut, dann hätten wir das schon mal. Kommunikatoren haben wir hier. Ich weiß gar nicht, wie viel Glas haben wir denn hier? Das ist Kalkstein. 6 Tonnen Glas. Die Glasereien hier sind fleißig dran, wenn ich das richtig sehe. Gut. Müssen wir einfach schauen, wie wir das machen. Und ich dachte mir, wir haben hier ja eh schon Gemüse als Fruchtbarkeit. Und wir wollten ja Pastagerichte machen. Ich weiß gar nicht, haben wir hier noch so viele Flussbauplätze? Ne, hier haben wir gar nicht mehr so viele Flussbauplätze. Weil für hier diese Teigwarenfabrik brauchen wir ja Flussbauplätze. Vielleicht reißen wir auch das ein oder andere ab. Oder wir gucken mal, wie es hier aussieht. Was haben wir hier? Hier haben wir Tee. Hier haben wir Tee und Reis. Hier haben wir Gemüse. Und hier haben wir dann noch ein, 4, 5, 6 Flussbauplätze. Vielleicht gehen wir dann lieber hier unten hin mit dem. Mal schauen, wir schließen erstmal hier die Insel. Würde ich behaupten. So, zack, zack. Genau, weil wir wollten ja expandieren hier. Und wir brauchen auf jeden Fall Glas. So, zack, zack, zack. Wie gesagt, ich hätte gern hier die Insel erschlossen. Am besten komplett. Registriere Energieknappheit. Wo das denn? Achso, hier. Ja, gut. Ist halt so. Aber die Marktplätze sind ja eher erstmal nur zum Territorium sichern. Na, da haben wir noch einen kleinen Fitzel. Na, das stört mich jetzt ein bisschen. Obwohl, das geht noch. So, dann können wir hier noch einen bauen. Hier können wir noch einen bauen. Und dann ist auch schon rum, glaube ich. Ja, trifft es ganz gut. So, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. So, das hier ist doch schon mal was. Wie sieht's denn hier aus? Hier haben wir ein paar Werkzeuge, hier haben wir das. Und dann wollte ich jetzt erstmal hier die Teeproduktion auslagern. Weil das bietet sich ja hier an. Und dann brauche ich noch die Fruchtbarkeit Gemüse für hier meine Biokost-Dinger. Würde ich sagen. So, und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo haben wir denn das Schiff stehen, das die ganzen Dinger geladen hat. Weil ich weiß, dass wir letztes Mal ein Schiff hatten, das uns, mit dem wir die ganzen Fruchtbarkeiten gekauft hatten. Meine ich zumindest. Bin jetzt eigentlich ziemlich sicher sogar. Wo haben wir es denn? Hier oben steht es nicht mehr. Hat tausende Schiffe wie dieses. Alles Greentech. Irgendwo konnte man doch nachgucken. Nee, hier wollte ich nicht hin. Kommandozentrale, Strategiekarte, Diplomatie. Hier könnte es sein. Funktionsdatenbank, Fuhrpark und Gebäude. So, Schiffe. Die Avitos. Nee. Ich kann jetzt leider keinen F12 drücken, weil sonst ist meine Aufgabendingens weg. Leere Ladekammer, leere Ladekammer, leere Ladekammer. Alles... Leere Ladekammern. Ah, hier, Saatgut Obst. Hier steht sie doch. Die Legacy.
Ach hier, die haben wir schon hier stehen, wunderbar. Und dann wollten wir hier Saatgut Gemüse, oder? Ja, Gemüse. Items. Gut, und jetzt müssten wir hier die Fruchtbarkeit haben. Wir aktivieren die mal. Verfügbar. Ja, wunderbar. Sonata kann jetzt anbauen. Gemüse. Wunder, wunder, wunderbar. Das ist wirklich erstaunlich. Ja, bitte. Ja, keine Ursache. Also, ich brauche es ja. Ist ja nicht so, dass ich das aus Spaß mache. Weil ich denke, mit dem Outsourcen können wir echt so langsam anfangen. Würde sich auf jeden Fall anbieten. So, wir erschließen wieder die ganze Insel hier. Machen wir es hier so und hier unten kann man dann ein separates hinsetzen. So. Registriere Energieknappheit. Ja, entspann dich. Entspann dich. Obwohl, das können wir hier hinsetzen und das setzen wir hier hin. Und hier kann man noch eins hinsetzen, genauso wie hier. Ja, das hier passt auch wunderbar. So, und jetzt haben wir keine Sachen mehr. So, zack, zack. Obwohl, hätten wir gar nicht machen müssen mit dem Erschließen hier. Weil wir bauen ja eh Stück für Stück, wie wir es brauchen. Gut. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal ein Schiff. Am besten hier das. Ich darf nicht gucken, hier zu vergessen, mit dem Glas zu gucken. Sonst haben wir hier nämlich ein Problem. So, Waren. 32 Tonnen Glas. Das heißt, der Gute hier fährt jetzt auch mal da hoch und holt das Glas ab. Obwohl, hier haben wir doch ein Schiff. So, dann trade mal. Ich hätte gerne das ganze Glas. Und dann bringst du das mal bitte hier runter. So, und der gute Mann hier holt jetzt mal Werkzeug. Brauche ich Holz? Ich weiß es gerade gar nicht. Obala, Entschuldigung, aus dem Kopf. Holz brauche ich auch, gut. Eigentlich könnten wir ja mal so ein großes Cargo-Schiff hier bauen. So ein Cargo-Liner. Das ist ein Kriegsschiff, Eco-Kriegsschiff. Große Laderaum und Passabelgeschwindigkeit. Ja, bauen wir mal eins, oder? Und bis dahin behelfen wir uns jetzt mal hier mit den anderen Waren. Wir brauchen nämlich Bauzellen. Und Werkzeug brauchen wir. 40 Tonnen locker. So, und dann bringen wir den Spaß mal hier runter. Und das Schiff stelle ich mir jetzt mal hier oben an meine Arsche. Dann weiß ich nämlich auch, dass ich da mein Schiff mit den ganzen Saatguten stehen habe. Hast du Zeit, mir in dieser Angelegenheit zu helfen? Tilda Jürgen bittet sie, einige Inseln mit einem Schiff zu erkunden. Benötigt 22 Tonnen Kommunikatoren. Ja, warum nicht? Mach mal. Nehmen wir die Kommunikatoren mit, kriegen wir ein Gefechtsinterface, Lizenzen und 20 Ansehen? Ist das Ansehen? Ich weiß es nicht. So, gut. Wo bleibt denn hier unser guter Mann? Mit dem Glas? Ist doch Glas, oder? Was der da hat. Ja, Glas. So, 20 Tonnen Kommunikatoren. Ich denke, das können wir verkraften. Oh, ne, so viel wollte ich nicht. 22 Tonnen Kommunikatoren brauchen wir, hat sie gesagt, ne? Und dann will die gute Frau hier oben hin. So, der gute Mann hier hat jetzt Bauzellen und Werkzeug. Oh, ne, ich hätte gern bitte alles auf einmal abgeladen. So, dann können wir hier den Konto schon mal upgraden. Und fahren nochmal hoch. Und laden jetzt erstmal hier den Konto voll. Neues Fahrzeug. Fahrzeugbau abgeschlossen. Genau, machen wir es doch mit dem hier. So, und der hat Glas, der gute Mann. Das heißt, wir werden jetzt mal ein Kongresszentrum bauen. Mal schauen, wie groß der Spaß ist. Uff, das ist ja größer als gedacht. Ne, hier kann ich es nicht hinbauen. Wie sieht's hier aus? Auch nicht so wirklich. Hier theoretisch. Ja. Wo bauen wir das Kongresszentrum hin? Hier wird's passen. Wenn ich hier die Wetterkontrollstation abreiße. Müssen wir mal machen hier. Die Biobilanz geht aber noch, glaube ich. Bauen wir doch mal hier so ein Kongresszentrum hin. So rum passt es. Ne, so rum passt es nicht. Aber so rum. So. Errichten Sie folgende Gebäude. Ein Kongresszentrum. Werte fallen. Ja. Minus 2. Ja gut, wir haben trotzdem noch über 100% erstmal. Gut. Dann hätten wir den Auftrag schon mal erledigt. Das andere Schiff ist noch unterwegs.
Und ich wollte genau... Hubala. So viel wollte ich doch gar nicht. Nehmen wir noch das hier mit und noch zweimal Holz. So, und dann können wir auch schon wieder hier runter. Ich hoffe, der fährt jetzt los. Ja, tut er wunderbar. Gut, brauchen wir noch mehr Energie hier? Ne, wir haben genug Energie hier. Wir haben ja diese Offshore-Windkraftwerke, die ja ziemlich heavy sind. Gut, aber warum konnte ich die denn jetzt nicht bauen? Oh ne, Überlappung. Hier kann ich noch eins bauen, aber gut, brauchen wir ja erstmal nicht. Was hat der hier noch? Achso, was war denn hier? Gemüse und... Genau, hier wollte ich ja dann später die andere Produktion hinsetzen und da wollte ich ja die Fruchtbarkeit Obst haben. Nee, Quatsch. Was haben wir denn noch hier an Fruchtbarkeit? Obst? Obst und Hartweizen brauchen wir für die... Hier haben wir Hartweizen. Was haben wir hier? Obst und Hartweizen, aber hier passt ja nichts hin. Das hatten wir ja auch schon geklärt. Was war hier mit der Insel? Auch Tee. Hier war das. Hier war Kaffee und... Ne, Trüffel und Wein. Ne, das heißt, wir müssen das hier oben hin... Ne, Quatsch. Hä? Hier muss es hin. Hier muss die Fruchtbarkeit für das Zeug hin. Genau. So. Jetzt können wir hier alles abladen. Oh, ist voll. Erkundung erfolgreich. Wunderbar. So, wo ist das nächste zu erkunden? Achso, ist schon. Bringen Sie die Ergebnisse zu Tildas Konto. Ja, dann auf. Auf wie Galoppi. So. Erhalten Sie diesen Zustand für die nächsten so und so viele Minuten. Achso, ja gut, okay, ist kein Problem. Wir machen hier mal wieder die ganzen Ereignisse weg. Dann geht das auch besser. So, und jetzt können wir hier eigentlich Tee anbauen, so langsam. So, Bauzellen haben wir, Werkzeug haben wir. Ne, wir brauchen ja auch noch hier Windkraftwerke. So, das kann man mal hier unten reinpacken. Offshore-Windrad, huch, nein, das wollte ich hier hin haben. Und die Überwachungsstation, nein. Ich wollte hier Wetterkontrollstation. So, Offshore-Windkraft. Ja, das ist natürlich jetzt doof, dass ich dann hier das Glas wegnehmen muss. Wie mache ich es am besten, dass ich da viel Energie hinbekomme? Muss ich wohl hier das Glas nochmal wegnehmen, aber das ist ja nicht schlimm. 15 Tonnen. Fahren wir hier runter. Nee, hier runter fahren wir. Müssen wir erstmal für Energie sorgen. Also gleich zumindest. Und dann muss ich mir nochmal angucken, wie ging denn meine Teeproduktion? Wir bauen da. So. Nee, passt. Gut, dann weiß ich wieder wie. Ich habe das noch nicht alles 100% im Kopf, also verzeiht mir. So, können wir hier doch anfangen mit der ersten Teeproduktion. So, dann hatten wir hier zwei in jede Richtung. Ah, wir können mit Green Alleys eigentlich bauen, dann ist das effektiver. So, zack, zack, zack. Wo haben wir unsere Teeplantage? So, die werden wir eh noch öfters brauchen. Dann können wir hier auch Teeplantagen bauen. Nämlich eins kam hier hin, eins hier hin, eins hier hin. Und hier genau andersrum. Und zwar so. Gut, und dann bauen wir den Tee an. Wie du hier reinspazierst. Ja, bitte. Ich kann's gar nicht. So. So sieht's aus. Und zwar genauso. Wie hatte ich denn die Felder angelegt? Tut mir leid, dass ich jetzt nochmal gucken muss, aber ich hab's so nicht im Kopf. Der hat die so, der hat die so, der hat die so. Das heißt, wir fangen da bündig an. Oder bondisch. Nee, bondisch heißt bunt. Gut. Dann bauen wir hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. So, der bekommt sein Feld hier und hier. Der gute Mann bekommt dann hier, hier und hier. Und der gute Mann bekommt dann hier seinen Spaß. Und dann können wir hier noch schön die Windkraftwerke reinbauen. Und dann können wir hier auch noch so eine Wetterkontrollstation reinbauen. Dann haben wir auch wieder eine bessere Ökobilanz. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Ja, wunderbar. Das sieht doch gut aus. So, ach so. Hier wollte ich ja noch Glas drüber packen. Ich danke dir für dein großes Engagement. Ingenieur Ryan nimmt zufrieden zur Kenntnis, dass sie alle Forderungen erfüllt haben. Ja, bitte. Keine Ursache. Jetzt ist die Frage hier, dass das... Nein. So, den bauen wir aus. Komplett, würde ich sagen. Und jetzt gucke ich mal, wie viele Felder ich hier brauche. 1,
Also wir brauchen von hier bis hier, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Felder und eins runter müssen wir also. So.